Sterbe für Deutschland befürwortet jede Form der Sterbehilfe, ausgenommen die aktive Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe ist und war verboten. Und ich kann nur sagen, in 5,5 Jahren des Bestehens unseres Vereins gab es noch keinen einzigen Sterbewunsch, den wir nicht mittels der Suizidbeihilfe hätten erfüllen können. Wir als Verein sind ja der einzige Verein in Deutschland, der seinen Mitgliedern die Sterbehilfe auch angedeihen lässt, auch wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Das machen wir allerdings immer nur im Rahmen der Suizidbeihilfe. Hinsichtlich der Gesellschaft mache ich mir gar keine Sorgen, denn die Umfragen sagen stabil seit Jahren eine breite Mehrheit, die die legale und liberale Sterbehilfe in Deutschland befürworten, zu. Frau Merkel und die Regierung und ihr folgende, offensichtlich auch die Mehrheit des Bundestages, wird Ende des Jahres die Sterbehilfe verbieten und kriminalisieren. Gegen dieses aus unserer Sicht menschenrechts- und verfassungswidrige Gesetz werden wir mit allen Mitteln vorgehen. Aus unserer Sicht bedarf es überhaupt keines neuen Gesetzes, denn die Gesetzeslage, die wir jetzt in Deutschland haben und seit 150 Jahren knapp haben, ist ausreichend. Sie gewährt den Menschen, den Bürgern in diesem Staat, die größtmögliche Liberalität und Selbstbestimmung auch am Lebensende. Das bedeutet, jeder kann über sein Lebensende frei verfügen. Das ist, denke ich, das Gebot in einem liberalen und wertneutralen Staat.